Willkommen zu unserem neuesten Video. Wir machen ein kleines Unboxing und Review zu Fallout Shelter. Fallout Shelter ist inspiriert von der App, die es gibt. Habe ich jetzt selber noch nie gespielt, aber ich habe schon mir von ein paar Leutchen sagen lassen, dass das Spiel sehr nah an der App gehalten ist, was die Grafik etc. angeht. Was mir schon mal sehr, sehr gut gefällt, ist diese richtig schicke Metallbox, in der das Spiel daherkommt. Wie man sehen kann, schön mit Prägung. Ich halte es euch mal ein bisschen näher hin. Und wirklich sehr toll. Hinten sieht man dann Screenshots aus der App, vermute ich mal. Ein bisschen Müll, den machen wir gleich mal auf die Seite, dass es euch nicht mehr stört. Und dann schauen wir direkt mal in die Schachtel rein. Hier haben wir die Anleitung, dann Marker und die Spielertableaus eingeschweißt, schicker Karton, recht dick, sehr cool. Dann erwartet uns das hier, das sind die Meeple in den verschiedenen Farben für die Spieler. Vier Farben, vier Spieler. Hier sind die Energietokens. Dann haben wir hier Karten, noch Würfel und noch die Ausrüstungskarten. Ich habe das Spiel letztens schon mal gespielt. Sehr, sehr cool. Mir hat es echt gut gefallen. Das Material ist sehr, sehr hochwertig und ich finde da die Preis-Leistung, die stimmt wirklich hier sehr gut. So, jetzt muss ich das noch auffummeln. Im Endeffekt ist Fallout Shelter ein Worker Placement. Hier sind die verschiedenen Räume eures Bunkers, die man nachher auslegt. Was mir sehr gut gefallen hat, sind hier dann diese Karten. Also hier sind zwei verschiedene Sachen drin. Einmal diese Ausrüstungskarten. Und dann diese Karten, das ist das durchsichtiges Plastik mit Druck. Und das ist sehr, sehr schön. Die tut man nachher quasi auf seine Shelter liegen. Die tun dann verschiedene Aktionen anzeigen. Also man baut das hier nachher so auf. Und dann macht man ein Foto, das kann man jetzt leider nur schlecht zeigen. Jetzt weiß ich jetzt, der Atomreaktor, da ist jetzt ein Feuer ausgebrochen. Dann wird das hier so drüber gelegt und macht dann eine richtig coole Optik, oder man hat den Stromausfall, dann wird es dunkel, hier sind dann verschiedene Gegner etc. Also wirklich Spielmaterial, toll, sehr, sehr hochwertig. Das geht los mit den Figuren, die alle unterschiedlich sind. Dann hat man hier diese durchsichtigen Plastik-Overlays auf die Räume, die Raumkarten sind schön gemacht, die Tokens sind toll gemacht, Karton ist schön dick, also wirklich tolles Spiel und es macht auch richtig Spaß zu spielen. Ich habe es schon gezockt, mir hat es gefallen. Ich würde es jederzeit wieder spielen. Die Figuren zeigen wir euch nachher nochmal mit ein paar Bildern. Die blenden wir ein. Und mein Fazit, tolles Spiel mit einer tollen Optik und einer tollen Haptik in einer schönen Verpackung für einen fairen Preis. Schaut es euch mal an, spielt es mal irgendwo, wenn ihr die Möglichkeit habt, Probe. Und ihr werdet sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke und ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was bei uns auf dem YouTube-Kanal abgeht. Ciao!